Es wird geschubst, geschlagen und beleidigt. Entschuldigung, hallo? Hast du mir da gerade auf die Tüte gehauen? Sie haben viel zu viel Tüten. Oh, du Aggressive, schien das Motto am vergangenen Samstag in den völlig überfüllten Einkaufsmeilen zu sein. Kurz vor Weihnachten heißt es Geschenkefrust statt Besinnlichkeit. Und wenn jetzt direkt jemand dich so richtig schubst oder anpimmelt oder so, wie reagierst du dann? Paar aufs Maul. 15.000 Shoppingwütige pro Stunde. Die Münchner Einkaufsmeile ist die überfüllteste Deutschlands. Am vergangenen Samstag drängen gefühlt doppelt so viele Menschen von Kaufhaus zu Kaufhaus. Die Frustration beim Weihnachtsshopping ist groß und wird nicht selten an anderen ausgelassen. Wie oft wurdest du heute angerempelt? Was schätzt du? 4-5 Mal. So richtig fest auch? Ja. Es sind viel zu viele Menschen auf einem kleinen Ort und es nervt einfach nur. Ja, wie ist das so? Nervig. Es ist eine Form von Respekt. Und ich finde, man sollte Menschen nicht anrempeln, egal wie eng es ist. Wir wollen wissen, wie weit der Weihnachtsfrust geht. TAF-Reporterin Nina macht den Stresstest. Was passiert, wenn man sich in typischer Weihnachts-Shopping-Montur, also voll bepackt mit richtig vielen Einkaufstüten, durch die überfüllte Shoppingmeile drängt? Wie aggressiv ist die Stimmung im Gedränge? Es dauert nicht lange, da kassiert unsere Reporterin mehr als nur böse Blicke von drängelnden Passanten. Sorry. Entschuldigung. Sie haben jetzt gerade so geschnauft, ne, als Sie mich gesehen haben. Ja. Ein bisschen netter, ist ja Weihnachten muss immerhin, jetzt ne? Haben. Ja, ist ja immerhin Weihnachten, da muss man ja nicht so bösartig sein, oder? Warum ja, so aggressiv? Okay. Du hast mir schon so ein bisschen genervt mit deinen Tüten. Sie haben viel zu viel Tüten. Ja, aber das ist doch normal beim Weihnachtsshopping. Es geht sogar noch aggressiver, denn jetzt werden Passanten handgreiflich. Erst schlägt ein Mädchen mit voller Wucht auf die Einkaufstüten, dann eine Gruppe Jugendlicher. Entschuldigung, hallo? Hast du mir da gerade auf die Tüte gehauen? Nein, ich nicht. Ihr habt mir doch gerade auf die Tüte gehauen, oder? Erklären will uns ein so auffällig aggressives Verhalten natürlich keiner. Der hat mir eindeutig gerade komplett gegen die Tüte getreten, als ich vorbeigelaufen bin. So viel zum Thema besinnliche Weihnachtszeit. Laut einer Studie empfinden die meisten Deutschen den Weihnachtseinkauf als Zwang. Grund genug für Schubsen, Schlagen und Schimpfen? Also ich glaube, die meisten sind gestresst, weil sie von Weihnachten gestresst sind und dadurch sind sie schon in der Stadt gestresst und sind einfach, ja, konfus. Und ist doch aber Weihnachten, warum sind die Leute so aggressiv? Kein Geld. Mein Trick gegen den Stress ist einfach Glühweinchen trinken, dann läuft das. Ah ja, denn spätestens beim Glühwein sind die Shopping-Gestressten wieder ganz zahm. Okay, Prost! So ist recht. Ruhe und Besinnlichkeit sollen ja schließlich keine Folge totale Erschöpfung durch stressiges Weihnachtsshopping sein. Die erfolgreiche Bloggerin ist seit einigen Jahren im Netz aktiv. In ihren Videotutorials gibt sie Umstyling, Fashion und Schminktipps. Klar also, dass sie ganz genau weiß, worauf es in Sachen Make-up ankommt.